lieber Schütze, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven deine berufliche, aber auch finanzielle Situation uns anschauen für den Monat September 2023. Bitte bedenke, dass alles, was ich dir jetzt preisgebe, kann nicht mit dir hundertprozentig resonieren. Erstens, weil es eine kollektive Legung ist und zweitens, weil die Energie immer etwas anderes preisgibt. Ja? Was du aber machen kannst, ist, töte deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an. Ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten. Ich starte mit diesen wunderbaren, süßen Orakelkarten. Ich werde jetzt hier deine Frage beantworten, die gerade jetzt wichtig ist für dich, ja? Irgendeine Frage, die durch deinen Kopf geht. Mal schauen, was die Karten uns preisgeben. Du kannst aber auch sagen, nee, Katja, das sagt mir nichts, das ist nicht meine Antwort darauf, ja? Mal schauen. Ja! Wow, ich finde das so toll. Ich finde das so toll, wenn die Karten so springen, ja, und diesen Effekt haben. Also, ja. Die Antwort darauf lautet ja. Ich weiß jetzt nicht, was dich beschäftigt, aber die Antwort ist ganz simpel. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht darüber zu diskutieren. Nur du weißt es, ja, was gerade durch deinen Kopf geht. Und die Antwort dafür ist eindeutig ja. Okay? Wenn du jetzt sagst, Katja, ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt wechseln. Ich möchte mein Projekt weiterführen. Ich möchte dies machen, das. Ja. Mach das, ja, fühl dich nicht gehalten, sondern tu das, ja, mach das, okay, würde ich hier sagen. Okay, gut, machen wir weiter mit den Orakelkarten, die quasi extra für diese berufliche und finanzielle Situation gedacht sind, ja. Mal schauen, was sie uns preisgeben bei dir, im Kollektive natürlicherweise, lieber Schütze. Schauen. Il cliente accetterà la proposta. Und das passt ja gut zusammen. Ja, und hier kommt nochmal die Bestätigung. Also, der Kunde wird dieses Angebot annehmen. Also, falls du selbstständig bist, dann ist es etwas Gutes, was du angeboten hast, was du quasi den Kundschaft gibst, kommt gut an. Und dieses Angebot wird hier angenommen. Das könnte aber auch gut sein, dass du hier der Kunde bist. Dass du irgendwie sagst, Katja, ich möchte etwas an meinem Haus machen. Ich habe mehrere Firmen engagiert. Bei dem fühle ich mich wohler. Und diesen Antrag werde ich annehmen, ja? Das ist wie wenn du jetzt hier ja sagst zu etwas, ja? Wie gesagt, das könnte hier wirklich sein, dass du jetzt hier diesen Antrag machst oder diesen Angebot oder tatsächlich du nimmst hier an. Du nimmst hier diese Situation an und sagst, okay, ich befinde mich gut bei dieser Firma, es ist für mich gut da und ich werde jetzt da weitermachen. Okay, also das ist eine positive Karte. Machen wir weiter. Qualcuno sta cercando di metterti. Aha! Zurzeit haben wir wirklich eine lästige Energie. Nicht nur bei dir, lieber Schütze. Ich habe es gemerkt, bei Skorpion, bei Jungfrau, bei Löwe. War das auch Waage? Irgendwie Waage auch. Also zurzeit habe ich so eine lästige Energie von den anderen. Wie wenn du, lieber Schützelein, etwas erreichen möchtest, aber die anderen stellen Hindernisse. Bastoni, also das ist, ich übersetze es dir, ja, damit du das verstehst. Also stell dir jetzt mal vor, du hast Räder und da, also vor diesen Rädern wird ein Stab hingestellt, damit du nicht weiterfahren kannst. Also verhindert das, ja, dass du dich weiter bewegst, dass du vorne, nach vorne kommst. Ja? Und genauso, das ist metaphorisch gemeint, Menschen setzen Hindernisse auf deinen Weg. Das ist wie wenn sie nicht wollen, dass du hier etwas erreichst. Das ist wie wenn hier irgendwie die Personen neidisch sein könnten auf dich, ja? Irgendwie etwas stimmt nicht, okay? Also, lieber Schützelein, hüte dich, sei vorsichtig, weil du hast Gegner, okay? Das könnte auch gut sein, hier geht es um einen Wettbewerb. Und möge der Bessere gewinnen. Aber es ist hier nicht fair. Verstehst du das? Man tut hier etwas extra. Man tut hier etwas absichtlich, okay? Also, ich würde hier sagen, wirklich, schau dich mal um die Gegend, also schau dich um, wer das sein könnte. Wer jetzt quasi diese Steine setzt auf deinen Weg, okay? Complimenti per la tua assunzione. Du hast lauter positive Karten.
entweder du hast jemand übernommen, du bist selbstständig, du brauchst hier einen Helfer, du brauchst hier jemand, der dir dabei hilft. Du sagst, okay, Katja, ich bin jetzt so gut geworden oder mein Laden läuft so gut, dass ich das selbstständig nicht mehr schaffe. Ich brauche eine kleine Hilfe. Oder tatsächlich, du wurdest hier übernommen. Du hast einen langfristigen Vertrag bekommen oder du hast dich in einer anderen Firma beworben und du bekommst die Zusage. Also du kriegst hier ein Kompliment, weil du hier diese Situation geschafft hast. Okay? Sehr, sehr schön. Also du hast lauter positive Karten, aber achte bitte darauf, wer das sein könnte. Oder das ist wie wenn du hier ein Projekt hast oder du hast etwas vor und die anderen stellen jetzt extra, verstehst du, diese Steine auch an den Weg, damit du stolperst. Ja, das ist absichtlich. Aber wie gesagt, du hast hier eine schöne Situation. Das könnte auch gut sein, du sagst, Katja, ich bin eigentlich immer noch in meinem alten Beruf, ich bin zufrieden, dann sagt dir diese Karte nichts, dann ist es nichts für dich. Aber wenn du jetzt sagst, Katja, ja, ich habe mich weiter beworben oder ich möchte mich weiter bewerben, weil ich sehe, dass meine Arbeitskollegen ein Problem mit mir haben, nicht hinter mir stehen und jedes Mal mich sabotieren und ich möchte jetzt einen neuen Job finden und ich werde hier diesen neuen Job finden. Also ich habe das Gefühl, du wurdest hier schon übernommen. Also das könnte gut sein, im September fängst du die neue Reise an. Okay? Okay, machen wir weiter mit den alternativen Tarotkarten. Nicht mal mischen kann ich. Hier kommen schon die Karten raus. Wow! Also du hast das Glück auf deiner Seite. Investiere. Das ist diese Karte, die sagt, du hast alles, was du brauchst. Rischio, gioco, du könntest hier investieren mit Geld. Natürlicherweise, ich weiß ja nicht, was du beruflich machst. Das könnte aber auch gut sein, dass du jetzt das Glück auf deiner Seite hast. Das Ganze wendet sich hier im Positiven. Das könnte hier auch eine Erbe sein. Ja, etwas mit dem, was du nicht gerechnet hast, dass du hier irgendwelche Geldeinlagen bekommst. Also hier kommt Geld rein, hier fließt Geld rein. Okay, was haben wir noch? Ich sehe hier, dass du durch deine Arbeit hier auch sehr viel Geld verdienst, dass du einen Job hast, der dich gut ausbezahlt. Verstehst du das? Also es rentiert sich, dran zu bleiben. Das ist wie wenn du hier durch deinen Job, verstehst du das, einen guten Gewinn hast. Hier wird aber auch eine Energie dargestellt von Giulio, jemand Jüngeres. Vielleicht bist du das selbst. Ja, in deinem jungen Alter verdienst du schon gutes Geld. Okay? Im Endeffekt könnte es hier auch um deinen Sohn oder deine Tochter handeln. Das kommt immer drauf an, wer sich diese Legung anschaut, ja, oder anhört. Weil das ist wie wenn das Einkommen in der Familie sehr gut ist. Verstehst du das? Familiärisch, ja, du verdienst Geld, der verdient Geld und sia summe, das wird mehr. Verstehst du das? Also bei dir, ich habe das Gefühl, lieber Schützelein, wie wenn das Glück dich küssen würde im September. Das ist der richtige Zeitpunkt, um zu investieren. Also natürlicherweise bitte. Ja, das ist ja kollektiv. Nicht, dass du jetzt hier anfängst, Geld zu investieren, rechts und links. Ja, das ist im Kollektiven. Aber la fortuna della tua parte, das Glück ist auf deiner Seite. Alles wendet sich um das Gute. Hier kommt das Rad des Schicksals und dreht sich a favore tuo, oft an deine Richtung. Verstehst du das? Hier schließt du eine Situation ab. Und du fängst eine neue Situation an. Wie gesagt, das könnte hier auch mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter zu tun haben. Dass du hier sagst, wow, ich bin richtig glücklich. Ja, eine Rechtslage könnte es ja auch sein. Eine Rechtslage. Also ich sag ja, die Gerechtigkeit schlägt hier für dich. La giustizia nella tua parte. Also du hast die Gerechtigkeit auf deiner Seite. Also falls du eine Rechtslage hast, könntest du hier gewinnen. Sehr gut könnte das ausgehen für dich. Wer weiß, vielleicht hast du hier eine Rechtslage mit deinem Chef oder du hast hier schon seit Jahren etwas im Laufe und du hast nie etwas bekommen, nie einen Cent. Ja? Und plötzlich kommt diese Situation, in dem du hier etwas rausziehen könntest. Ja? Geld, wie gesagt. Dann die Gerechtigkeit. Ja? Das ist eine Karte, die eigentlich sagt eher über uns. Die Gerechtigkeit gilt für dich als Mensch. Ich nehme das, was ich an Samen lege. Hast du gut angelegt, bekommst du Gutes. Verstehst du das? Das ist deine eigene Gerechtigkeit. Du hast hier zwei großen Arkane, Kompliment. Hier sagt die Seele, du bekommst das,
für das, was du an Samen gelegt hast. Verstehst du das? Die Münze, die ich das Universum gebe, bekomme ich zurück. Und du hast ja gut angelegt. Vielleicht könntest du hier auch sagen, ich habe ein Kapital, ich möchte jetzt diesen Kapital irgendwo anlegen, dass ich später quasi davon auch leben kann. Oder ich investiere auf etwas und diese Situation bringt mir das Geld. Nicht sofort, aber vielleicht in ein paar Jahren. Verstehst du das? Wir können sowas nicht kontrollieren. Also, das ist nicht mein Thema. Ich kenne mich da wirklich zero aus mit so Geldbörsen, Dinge. Das ist nicht meine Welt, wirklich. Da bin ich verloren, sage ich mal ganz ehrlich. Aber ich weiß Menschen, die ich kenne, ja, die auch private Legungen mit mir haben und das auch ständig machen, die sagen, das Geld kommt ja nicht sofort, sondern das Geld kann auch dann quasi in einem Jahr oder in ein paar Monate, ja, wirklich, indem du sagst, eine Sache, die wirklich auf dem Boden ist und auf einmal, fumm, weißt du, den Schwung nimmt. Also so hat man das mir erklärt. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich habe das Gefühl, du investierst auf etwas, was sich lohnt. Non è una cretinatina. Das ist kein Blödsinn, auf was du investieren willst. Okay? Und natürlicherweise hast du hier die Personen, die hier Steine setzen auf dem Weg. Vielleicht ist es auch so, diese Menschen sehen, was du gerade machst, ja? Wow, also du hast hier wirklich eine Wahnsinnlegung. Probier. Nutz diese Chance aus. Du hast wirklich das Glück auf deiner Seite. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Geld fließt hier rein. La della fortuna. Du hast hier auch die Göttin, ja, die quasi hier dir dieses Glück bringt. Okay? Bitte wundere dich nicht, wenn das Hund bellt. Der spielt gerade mit meinen Kindern. Ja? Meine Kinder sind zu Hause. Das ist nämlich keine Schule, kein Kindergarten. Ja? Und im Hintergrund, die spielen ein bisschen mit dem Hund. Die machen da ein bisschen Blödsinn und das Hund bellt natürlicherweise auch. Der ist ja auch noch klein, ja, der ist 8 Monate. Okay, das war hier deine Legung, lieber Schützelein. Wie gesagt, du hast hier eine fantastische Legung. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen sollte. Vielleicht, ja, investiere, riskiere, weil, guck mal, Risiko. Risiko, Entschuldigung, Risiko auf Deutsch, aber Risiko. Du riskierst hier auch etwas, weil du weißt ja nicht, das haben die mir auch erklärt, du weißt ja nicht, was kommt. Du könntest auch sagen, dieses Geld, wo ich investiere, geht pam weg. Verstehst du das? Und dann stehst du da ohne Geld. Also das ist nicht meine Sache. Ich kenne mich da zero aus, aber wenn du jetzt irgendwie vielleicht auch eine Rechtslage hast, ja, das könnte ja auch etwas ganz anderes sein oder das könnte hier um deinen Sohn oder um deine Tochter handeln. Ja, dass du hier sagst, quasi dein Sohn und deine Tochter wird hier ausbezahlt. Dass du hier diese Rechtslage auch bezahlt hast, weil dein Sohn, deine Tochter das nicht alleine geschafft hat. Verstehst du das? Du hast als Elternteil hier unterstützt. Weißt du, es gibt viele Menschen, die sich die Legung auch für ihre eigenen Kinder hören. Okay? Und so eine Situation könnte hier auch sein. Ja? Sagen wir mal so. Also auf jeden Fall positiv. Lieber Schützelein, nutz diese Energie aus. Ich kann dir nur das sagen. Nutz sie aus. Weil das ist wie wenn alles hier für dich spielt. Eine große Rolle, okay? Wie wenn diese schwere Zeiten vorbei sind. Wie wenn du jetzt langsam hochsteigst. Verstehst du, diese Treppe? Wow, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, die Gerechtigkeit. Letztens habe ich an einem Seminar, das ist wie eine, so eine Art Seminar, das ist online, ja, die sind so schön. Und der Mann, das ist so ein toller Mann, der erklärt immer die Karten, auch auf einer spirituellen Weise, ja. Und der hat erklärt, wie diese Gerechtigkeit eigentlich die Gerechtigkeit in uns drin ist. Ja? Also das ist die Gerechtigkeit, die eigentlich schlägt, nachdem du handelst. Das ist dieses Karma. Wir brauchen ein Karma. Wir brauchen den Karma hier auf diese Inkarnation. Also hört nicht auf die Menschen, die sagen, du brauchst kein Karma. Karma, alles abzubezahlen, geht auch nicht, weil wir leben auch vom Karma. Okay? Es gibt guten Karma, es gibt auch den schlechten Karma. Okay? Karma heißt Aktion. Hast du positive Aktionen oder hast du negative Aktionen? Und je nachdem, auch wenn du schlecht denkst, das ist schon mal ein Karma. Ich wusste das auch nicht, das habe ich jetzt auch gelernt. Schlecht denken heißt auch Karma. Du bekommst durch das schlechte Denken oder durch das, du jetzt sagst, boah, ich würde jetzt gerne das, dem, das wünschen. Du kreierst dir schon einen Karma. Ja, also das lernt man alles. Ich sage ja selber, ich höre nie auf zu lernen. Und das ist toll, dass man immer wieder neue Dinge lernt, okay? Also von dem her denken wir immer positiv, bekommen wir positives Denken, Geschlecht.
das ist das Resultat, ja. Aber bei dir würde ich sagen, lieber Schütze, du hast gut gedacht. Du hast hier gute Karten. Du hast hier eine gute Chance, eine gute Angelegenheit. Nutze diese Angelegenheit aus, ja. Okay, sehr, sehr schön. Ich freue mich über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.